Naja, es ist wirklich kompliziert mit dem Team bauen, das stimmt. Viel komplizierter als Legends. So, schreibt in den Chat, Leute, wollt ihr, dass ich das Zukunftsteam spiele oder wollt ihr, dass ich das cooler Freezer-Team spiele? Zunächst. Cooler Team mit Rainbow Freezer. Ja, cooler und sowas. Ist ein mittelmäßiges Team, ist nicht das Beste, kann man so sagen. Hat einen starken Angriff, aber eine schwache Verteidigung. Hat allerdings nur 331.000 Leben. Nicht so viel wie, wie das Broly-Team. Broly, Vegeta und Co-Team. Aber es macht es unglaublich stark, ist es auf jeden Fall durch bestimmte Charaktere, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Ja, danke dafür. Gokan. Genau, 3. Und ich würde sagen, lass uns loslegen. Man kann Dokkan Battle auf PC spielen. Sehe ich gerade erstmal. Ja, ich benutze den Emulator, deswegen hat der Download auch so lange gedauert. Ein Emulator ist zum Beispiel, da kannst du auch, es gibt PS2-Emulator, da kannst du PS2-Spiele auf dem PC spielen. Es gibt so vieles. Das ist allerdings, was ich jetzt gerade spiele, ist ein Android-Emulator. So, wir haben eine gute Reihe haben wir auf jeden Fall. Cooler als erstes, Freezer und den Golden Freezer, der ist eher der Supporter, der hat auf jeden Fall, zeige ich euch mal ganz schnell, hat auf jeden Fall den Support beziehungsweise den Passive Skill, wenn das Leben 50% oder höher ist, erleidet. Ich weiß jetzt nicht, ob das ganze Team 90% weniger Schaden erleidet oder nur er. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube nur er. So, bei Cooler werden wir jetzt erstmal schon reinhauen. Der macht, ihr seht gleich, der macht so einen brutalen Damage. So, wir haben das Blaue hier, sehr schön. Der Freezer macht 0 Damage, dieser Golden, ist aber in seiner anderen Sache sehr, sehr stark. So, Cooler. Ich finde die Ulti von Cooler sehr, sehr cool. Und er macht einen Damage, der ist echt krank. Piep. Und die Ulti finde ich auch übelst nice. Ohne Crit 1 Million. Einfach mal so. So, der Freezer hat auch eine geile Attacke von Namek. Mit dem Planetenzerstörer. Übelst geile Attacke. Oh, wir haben ihn gestunt. Besser geht's doch gar nicht. Na, wenn ihr das gelbe Zeichen unter der Damage seht, seht ihr, dass der Gegner gestunt ist für die nächste Runde. Ja, aber wir haben ihn gekillt mit Freezer. Ihr seht ja, mit Freezer zählt allerdings so 310.000. Naja. Lol, ich habe im Fall, dass nicht ein DLC mehr, zumindest nicht auf PC. Ja. Hast du dir nicht die Deluxe Edition gekauft oder doch? So, die nächste haben wir jetzt hier Freezer, mein Rainbow Freezer und der Freezer aus der Hölle, aus GT, denn ich hatte keinen besseren, deswegen habe ich den genommen. Wir drücken jetzt bei Cooler mal schön rote Orbs hinein. Genauso wie bei Freezer. Und ihr seht jetzt den brutalen Schaden gleich von diesem normalen Freezer, der kann sich natürlich noch verwandeln, aber der ist wirklich echt hammergut. Auf Rainbow zumindest, ne? Zack. Die Attacke ist auch so nice. Jetzt passt auf. Nur der Base vom Freezer. Was der für ein Damage macht. 2 Millionen. Gut, ist jetzt ein Crit gewesen, ne? Aber der Freezer kann sich noch bis in Golden verwandeln. Überlegt mal, was der für ein Damage macht, wenn er in Golden Freezer geht. So, Hammer. So, wir haben den nächsten. Diesen Cooler haben wir jetzt zum ersten Mal, den Grauen. Was böse, habe ich jetzt gerade erschrocken. Habe ich mich gerade erschrocken. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Genau, das Böse. So, wir machen mit Cooler das. Dann machen wir mit Freezer wieder und Cooler kommt natürlich zum Schluss. Fisch kann echt nervig sein. Warum?
Wirksamer als Cream, ja, auf jeden Fall. So, wir gucken mal, wie viel Damage er jetzt unseren Cooler macht mit seiner Ult. 20.000, viel, viel weniger als sonst. Weil ich kein Bild sehe, das ist aber echt komisch, das verstehe ich wirklich nicht, warum das so ist. So, das ist die super Attacke von den ja, physischen Cooler. Fand ich auch ganz okay vom Aussehen jetzt. Genau. So, Piccolo fusioniert sich jetzt schon mit Gott. Natürlich kann sich Cooler auch noch verwandeln, haben wir es bis jetzt noch nicht hinbekommen. Genau, Freezer verwandelt sich jetzt erst in seiner zweiten Form und der Gegner ist schon fast tot. Dieses Team ist einfach ein Damage. Also das macht so viel Damage bis sowas von. So, aber Cooler kann sich immer noch entwickeln. Warum auch immer. So, zweite Form Freezel. Aber warum ist das bei mir so? Ich mache ja nichts anderes als die anderen. Das ist echt komisch. 47.000, also Damage ist in Ordnung. Dieses Team bufft wirklich super. Wow, ich kann auf einmal einen Streamer aus 8 BP sehen ohne Lags. Ja, das ist doch gut. Jetzt passt auf, was der Freezer ziehen wird. Ohne Crit, ja gut. 850.000, da der Piccolo aber fusioniert, sehr viel Schaden macht, ist das in Ordnung. Genau, Golden Freezer wird jetzt nicht viel Schaden machen, aber ja. 28.000 nur. So cool, kann sich Cooler jetzt endlich verwandeln? Nein. Verstehe noch nicht warum. Aber gut. So, den blauen Orb kriegst du und du kriegst den hier. Ah ja, heilt sich. Okay. Ich würde es sich lohnen, mit Dokkan auf meinen schönen PC anzufangen. Ich würde es dir auf dem Handy lieber empfehlen. Weil, ich sag mal so, ich hasse das auch auf dem PC. Weil, ich sag mal, so ist es wirklich. Wie soll man das sagen? Es ist wirklich nervig, denn dass diese Emulatoren, die sind so doof, sag ich jetzt mal. Ja, wir haben Piccolo jetzt so schnell besiegt. Das ist echt krass. So, Coole hat sich nicht einmal verwandelt. Dieses Team ist wirklich unglaublich stark. Aber du kannst es machen, wenn du das möchtest, aber ich würde es dir lieber auf dem Handy empfehlen. Nope.